Ist das schön, dass ihr wieder zuseht. Hab ich eigentlich schon mal gesagt, wie großartig ich euch finde und dass es kein besseres Publikum gibt als euch. Ich meine, ein Blick in die Kommentare reicht und ich denke, wow, tolle Menschen sind das und wahrscheinlich auch ein paar Hunde. Ihr seid witzig, ihr schreibt sehr attraktiv, ihr kommt total intelligent rüber und trotzdem bleibt ihr ganz bescheiden. Und ja, vielleicht schleim ich gerade ein bisschen, aber es passt perfekt, denn heute geht es um diese Frage. Kann Schleim intelligent sein? Also jetzt nicht mein Schleim, sondern dieser Schleim hier. Schleimpilz, besser gesagt. Sein Name ist Physarum polycephalum. Seine Freunde nennen ihn einfach nur Blob. Frei nach diesem Schleimhaufen aus dem Film Blob. Schrecken ohne Namen. Was lustig ist, weil der Blob im Film ja einen Namen hat. Jedenfalls ist der Blob, um den es heute geht, überhaupt nicht schrecklich. Wenn schon, dann schrecklich interessant. Blob ist kein Tier, keine Pflanze, kein Pilz, trotz des Namens Schleimpilz. Er ist ein Einzeller. Und das ist schon mal das Erste, was mich total umgehauen hat. Das ganze Ding hier ist eine einzige Zelle. Originalgröße. Wenn er neben mir so in der Luft hängen würde. Bevor ich euch erzähle, warum sich viele Forscher und Forscherinnen mit der Frage beschäftigen, ob dieser Schleim intelligent ist, erst nochmal ein paar Einträge aus dem Freundschaftsbuch. Blob lebt normalerweise im Wald. Er ernährt sich von Pilzen, Bakterien und von Haferflocken, wenn er bei der Arbeit ist, im Labor. Er kann seine Größe innerhalb eines Tages verdoppeln und eine Fläche von mehreren Quadratmetern erreichen. Seine Umwelt nimmt er über verschiedene Sinne wahr. Er kann zum Beispiel riechen, ganz ohne Nase, und er kann große von kleinen Objekten unterscheiden, ganz ohne Augen. Blob hat ursprünglich als Modell gearbeitet, besser gesagt als Modellorganismus. In den Laboren der Welt, zumindest in den Laboren, in denen Zellen erforscht werden. Denn nicht nur ist er äußerst genügsam bei Aufzucht und Pflege, mit dem bloßen Auge kann man das Innere dieser Zelle sehen. Die Zelle ist nicht nur riesig, die kann sich auch bewegen. Sehr langsam, aber wofür gibt es Zeitraffer? So, und was ist jetzt mit der Intelligenz dieses Einzellers? Es ist erstaunlich und vielleicht auch ein bisschen gruselig, Blob findet in einem Labyrinth immer den kürzesten Weg zu seinem Essen. Das konnte im Jahr 2000 ein Team um den japanischen Forscher Toshiyuki Nakagaki zeigen. Wenn Blob in ein Labyrinth gesetzt wird, in dem es Haferflocken an zwei Stellen gibt, schleimt er erstmal alles voll. Und dann zieht er sich überall im Labyrinth zurück, außer auf dem kürzesten Weg, der die beiden Nahrungsquellen verbindet. Und das war immer noch nicht alles. Die australische Wissenschaftlerin Tanya Letty hat mit ihrem Team den Blob dazu gebracht, sich zwischen guter und nicht so guter Nahrung zu entscheiden. Blob hat sich zu 100% natürlich für die gute Nahrung entschieden. Dann aber wurde diese gute Nahrung mit grellem Licht bestrahlt. Das ist für so einen Schleimpilz nicht sehr angenehm, weil helles Licht mit der Gefahr verbunden ist, auszutrocknen. Der Blob musste sich entscheiden, ob er das Risiko fürs Essen eingehen sollte. Und es stellte sich heraus, wenn die Nahrung fünfmal besser war, entschied sich der Blob für das Risiko und das gute Essen. Die Wissenschaftlerin interpretiert dieses Verhalten als Fähigkeit, komplexe Entscheidungen zu treffen. Und der Blob kann lernen, in ganz einfachem Maß. Das zeigte im Jahr 2016 die französische Wissenschaftlerin Audrey de Soutour aus Toulouse mit einem Hindernisparcours. Um an Nahrung zu gelangen, mussten die Schleimpilze über eine Brücke kriechen. Die war mit für den Blob abstoßenden Stoffen wie Salz oder Kaffee versetzt. Zunächst bewegten sich die Schleimpilze wegen dieser Stoffe sehr, sehr langsam über die Brücke, also noch langsamer als sonst. Aber mit der Zeit und genügend Wiederholungen gewöhnten sie sich an Salz und Kaffee. Genauer gesagt, sie ignorierten diese Stoffe und bewegten sich schneller. Und jetzt kommt's. In einer weiteren Studie konnten die Forschenden zeigen, dass Schleimpilze ihre Erfahrung an andere Schleimpilze weitergeben konnten. Das machen sie, indem sie miteinander verschmelzen. Und wenn sie danach wieder getrennt werden, wissen beide Blobs, dass das mit dem Salz halb so schlimm ist. Und der zweite Blob kocht dann genauso schnell über die Brücke wie der erste. Das alles ist absolut umwerfend. Der Blob kann entscheiden, lernen, Wissen weitergeben, sich erinnern.
Das sind alles Fähigkeiten, die wir eher höher entwickelten Hirnen zutrauen, weil man genau dafür ein gewisses Maß an Intelligenz braucht. Wir Menschen können das. In der Regel. Wir sind entwicklungsgeschichtlich gesehen weit oben im Stammbaum, weil wir relativ neue Modelle sind. Schleimer wie Blob sind ganz alt. Wenn das Leben auf der Erde ein Baum mit ganz vielen Verästelungen darstellt, sind wir die Krone, bislang, und Blobs Zweig geht ganz weit unten schon ab. Sozusagen am Anfang der Geschichte des Lebens. Mit anderen Worten, mit Blob sind wir abstammungsmäßig so gut wie nicht verwandt. Wenn er so niedrig entwickelt ist, kann er dann überhaupt intelligent sein? Dafür spricht, dass es keine allgemeingültige Definition von Intelligenz gibt. Habe ich schon mal in diesem Video erzählt. Eine mögliche Definition von Intelligenz ist die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, Probleme zu lösen und sich an neue Situationen anzupassen. Und nach dieser Definition kann man den Blob durchaus als intelligent bezeichnen. Jetzt könnte man natürlich einwenden, ja, aber das ist doch ganz anders als unsere menschliche Hirnintelligenz. Der Blob hat kein Gehirn und wahrscheinlich kein Bewusstsein. Seine Intelligenz sind doch nur mehr oder weniger automatische Abfolgen von physikalischen und chemischen Prozessen, oder? Tja, das ist alles noch weitgehend unklar. Es gibt aber ein paar Thesen und erste Studien. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Adern als Gedächtnis funktionieren. Es geht so, wenn der Blob mit einem seiner Ausläufer Nahrung entdeckt, dann bewegt er sich in diese Richtung. Damit fährt er auch dann noch fort, wenn die Nahrung schon verspeist ist. Der vermutete Mechanismus dahinter ist ganz simpel. Da, wo die Nahrung aufgenommen wird, verändern sich seine Adern. Je näher die Adern der Nahrung sind, desto dicker werden sie. Und die bleiben auch so, selbst wenn die Nahrung schon verspeist ist. Dicke Adern heißen für ihn, dort, wo es etwas Leckeres gab, wird es auch noch mehr geben. Die Erfahrung Haferflocken verändert also die innere Struktur des Blobs und dadurch sein Verhalten. Eine andere These geht von einer Art Schwarmintelligenz aus. Bei einer Schwarmintelligenz funktionieren einzelne Teile nach einfachen Regeln, aber zusammengenommen ergibt sich daraus eine Art von Problemlösung und Entscheidungsfindung, zu denen die einzelnen Teile alleine nicht in der Lage wären. Heißt beim Blob, er pumpt Zellflüssigkeit in eine bestimmte Richtung, weil aus dieser Richtung das Signal kommt, hier gibt es Nahrung. Darauf reagieren wiederum andere Adern des Blobs und daraufhin noch mehr Adern, die dann alle zusammen Zellflüssigkeit in diese Richtung pumpen. Welche Bestandteile in der Zelle allerdings erste Signale geben, ist weitgehend unbekannt. Die dritte These vermutet, dass der Blob Informationen speichert und verarbeitet, indem seine Zellflüssigkeit schwingt. Das sieht so aus. Das tut sich ständig in den Adern und beeinflusst so die Bewegung des Schleimpilzes. Sobald der Schleimpilz Futter findet, schwingt die Flüssigkeit stärker und der Schleimpilz strukturiert sich um. Die Adern, durch die viel Flüssigkeit fließt, die werden dicker, während sich die übrigen Adern verkleinern. Auch die Art, wie sich verschiedene Schwingungen überlagern und synchronisieren, scheint besonders wichtig zu sein. Das total Faszinierende dabei ist, und da sind wir wieder beim Thema Intelligenz, auch die Neuronen in unserem Gehirn vernetzen sich, denn einzelne Neuronen allein können nicht viel ausrichten. Zusammen aber sind sie stark. Das ist auch eine Art von Schwarmintelligenz. Und Schwingungen gibt es in unserem Gehirn auch jede Menge, wie ein Blick aufs EEG zeigt. Und genau wie beim Blob ist auch unsere Intelligenz oder auch unser Bewusstsein wahrscheinlich nicht viel mehr als physikalische und chemische Vorgänge zwischen Millionen von Neuronen in unserem Hirn. Komplexer als beim Blob, keine Frage. Vom grundsätzlichen Prinzip, dass sich ein Netzwerk bildet, aber dann doch ähnlich. Obwohl wir in der Evolution so weit auseinander liegen. Also, kann Schleim wie der Blob intelligent sein? Die Antwort lautet, ich glaube, wir müssen noch mal ganz genau darüber nachdenken, was Intelligenz eigentlich ist. Also klar ist, viele Verhaltensweisen beim Blob hätte ich niemals bei einem Organismus erwartet, der kein Hirn hat, beziehungsweise der nur aus einer einzigen Zelle besteht. Und danach könnte man ihn, je nach Definition eben, durchaus als intelligent bezeichnen.
Aber vielleicht ist es auch hier wieder unsere menschliche Sichtweise, dass wir ein Muster sehen und da was interpretieren, was gar nicht vorhanden ist, weil es sich eigentlich nur um Abläufe handelt, die nach relativ einfachen Regeln ablaufen. Was denkt ihr? Ist der Schleim intelligent? Würde der Blob auf Abonnieren und die Glocke klicken? Seid ihr wie der Blob? Ich freue mich auf eure Kommentare und aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.